Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4. Ja, bei mir ist es lange her. Die letzte Aufnahmesession ist schon einiges her. Ich habe mich gerade mal auf dem aktuellen Stand gebracht. Wir waren da dabei. Ja, das ist ein bisschen krank. Aber 120 Divisionen stehen hier für die Invasion von den Vereinigten Staaten bereit. Also, genau, wie ihr seht, diesmal mit Facecam beim letzten Video Police Simulator. Da gab es auch schon Facecam. Das war das erste Video mit Facecam. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Ich meine, wir waren dabei, die Stützpunkte auszubauen, oder? Ja, hier genau. Bermuda. Die Vereinigten Staaten hat die Führung über die Fraktion Commonwealth of Nations übernommen. Ah ja. Wer ist denn da drin? Luxemburg. Ach so, gut. Deutschland ist ja dagegen im Krieg. Ne? Wir sind ja noch bei Deutschland im Bündnis. Gut. Oder auch nicht gut. Wir gucken. So. BSA Company. Infanterieausrüstung minus 10%. Also die Kosten. Ja. So. Jetzt gucken wir uns mal kurz an, wie viel denn die Amis oder das Commonwealth of Nations überhaupt im Feld hat. Das sind gerade einmal 900.000 Mann. Auf der Insel sind wir schon mit über 1 Million Mann. Dementsprechend. Okay, wir warten noch hier 44 Tage, warten wir noch, damit wir größere Landungen machen können. Also dementsprechend sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir müssen unsere Marine auf jeden Fall reparieren, falls das möglich ist. Ja, das ist nötig. Repariert er sich? Ich glaube schon, ne? Warte, ihr müsst irgendwo hier. Hä, welche wird denn repariert? Okay. Okay. Verstehe ich nicht. Jetzt reparieren. Ich hoffe, die werden jetzt alle repariert, ne? Hoffe ich mal. So, haben wir hier noch welche stehen? Da haben wir noch welche stehen. Der kommt mal nach hier. So. Gut. Oh, oh. Zwei Zivilfabriken. Und die USA wollen durch unser Gebiet Leute schippern lassen. Das lassen wir aber nicht zu. Also, die wollen Durchmarscherlaubnis. Das erlauben wir allerdings nicht. Wären ja dumm, wenn wir es tun würden. So, dann machen wir einmal mobile Kriegsführung. So, und jetzt haben wir hier was frei. Politische Macht. Ich würde sagen, dann machen wir mal hier ein. Und zwar Angriff der Armee. Und wir machen noch jemanden hier. Pazifikflotte. Ja. Nee. Ja, das ist, glaube ich, gut. Atlantikflotte gibt uns sehr viel Panzerung für die Flugzeugträger. So, das ist jetzt sofort erforscht. Das heißt, wir sortieren unsere Marine jetzt mal um. So, jetzt machen wir Pause. Und zwar müssen wir, genau, die schippern hier auch noch rum. Die sind wichtig, denn die haben einen Flugzeugträger. So, die sind auch mal hier hoch. So, haben wir noch irgendwo was? Hier, da haben wir noch was. So. So. Gut. Ach, da auch noch. Okay. Mann, ich hab's aber auch, hier alles im Blick. Der geborene König, weißt du? So. Gut, das ist jetzt erledigt. Jetzt können wir hier auch. Oh, wir sind ganz schön. Wir hängen ein bisschen hinterher mit unserer Forschung von Schiffen. Oh ja. Aber egal. Atomforschung haben wir jetzt auch fertig. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir es demnächst weitermachen. Wenn die Zeit reif ist natürlich. So. Gut. Das ist ja der Gammeltrupp. Das nennen wir ihn ja. Oh, was ist jetzt los? Okay. Ungarischer Bomberwettbewerb. Ja, Luftwaffe-Erfahrung. Geht immer, ne? So, wir können schon mal die Landungen vorbereiten. Und zwar lassen wir erstmal 24 Divisionen. Achso, nee, wir müssen erstmal die garnisieren hier immer noch. So. 24 Divisionen sollen von hier. Wo landen die mal? Ich glaube, hier ist ganz schlau, ne? Ist kein Siegespunkt. Da stehen sie vielleicht nicht. Und hier sind zwei Häfen. Und wir könnten direkt auf den dritten in Florida. So. Er hier. Nein. Ach, bin ich dumm. Warum steht hier noch 72? Muss ich das verstehen? Egal. So. Machen wir das Ganze nochmal. So.
So, dann er. Er soll nach... Ich glaube, Florida ist schlauer, oder? Oder machen wir hier? Wir machen hier. So. So, können wir noch einen machen? Ich glaube nicht, oder? Wohl doch, einer müsste, glaube ich, noch gehen. So, Washington wäre, glaube ich, dumm. Ich glaube, wenn die eine Invasion erwarten, dann erwarten die da eine. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir Florida. Und es geht tatsächlich sogar. So. Sollte dann aber auch reichen. Und dann warten wir einfach mal ab. Ich hoffe, dass unsere Marine dagegen ankommt. Das ist eigentlich so mein... Da habe ich meine größten Bedenken bei. Jetzt geht es mal schnell voran hier. So, unsere Armee ein bisschen aufrüsten. Ein bisschen moderner machen, sage ich mal. So. Ja, boah, das können wir schon gebrauchen, oder? Wir haben 527 Millionen Nicht-Kernbevölkerung, seht ihr hier. Und wir würden hier bekommen Nicht-Kern-Mannstärke plus 10%. Ich denke, das nehmen wir jetzt. Und tägliche Autonomie-Zugewinn minus 1% bei den anderen. Bei unseren Marionetten. Russland fingiert gegen uns? Warum? Ich hoffe ja gegen Deutschland, nicht gegen mich. Ich wollte mich eigentlich mit Russland nämlich zusammentun. Können wir mal gucken, wie viel die im Feld haben. Fällt mir gerade mal ein. Okay, das ist echt nicht viel. Ne? Da können wir Deutschland natürlich nicht bezwingen. Deutschland hat momentan im Feld ganze fast 2 Millionen. Wir haben im Feld... Achso, kann ich hier auch sehen. Oh, wir haben auch fast 2 Millionen. Okay. Also rein von der Zahl her würden wir die natürlich besiegen können. Wenn man jetzt allerdings auf die Stärke der Division achtet, dann wird wahrscheinlich Deutschland gewinnen. Aber warum ist der Plan hier ausgeführt schon? Nicht ausgeführt, schon fertig geplant. Kann nicht richtig sein, oder? Naja, gut. So, haben wir noch irgendwo anders Schiffe? Ah, nein, so. Wir sollten noch da. Gut. Ich denke, im Krieg werden wir das Ganze gleich auf 4 schrauben, die Geschwindigkeit. So, guck mal, hier haben wir noch reichlich Schiffe überall rumblabbern. So, die kommen wir jetzt alle erstmal schön hier hin. Wir brauchen nämlich jetzt alle Schiffe, die wir kriegen können. So, Alter, hier haben wir sogar noch 33. Ach, die waren da oben, lol. Ach, da sind sogar auch noch 6. So, erstmal werden wir die jetzt alle hier so zusammenpacken. Dann sehen wir, wo noch welche sind. Hier sind noch 5. So, da sind noch 3. Da sind noch 10. Und da sind noch 3. So, wir haben hier was fertig erforscht. Und können jetzt... Ist das denn ein schwimmender Hafen? Lol, das habe ich noch gar nicht gesehen. Eine Reihe von Pantons und... Fertigbauteilen aus Beton, die über Wasser transportieren und innerhalb weniger Stunden zu einem gesicherten Landeplatz für das Entladen von Nachschub zusammengesetzt werden können. Okay. Sollen wir es mal bauen? Gucken wir uns mal an. So. So, wir haben das hier gerade neu erforscht. Das rüsten wir jetzt erstmal auf. So. 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 Nein. Nein, 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 nein. Nein, hä? Doch, 2. Gut. Torpedowerfer, Motor, Tipp, Top. So. Dann haben wir jetzt auch neue Zerstörers. So. Wir haben auch neue Divisionen für unseren Gammeltrupp. So gammelig ist er gar nicht, würde ich sagen. So, 26. Ihr kommt dahin. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass hier niemand landen wird. Ihr sollt mit dem Gammeltrupp alles schön absichern. So, dann landet hier auch keiner, ne? Schön. Gut. Ich glaube, wir brauchen nur hier die Küste abdecken. So, ich glaube hier gar nicht. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ah, wir haben ein bisschen zu wenig, aber ich denke, das sollte reichen. Ich hoffe, das Spiel priorisiert vielleicht die Küste im Inland. Aber ich weiß gar nicht, ob die KI so schlau ist. Jo, gut. Armeekommandanten brauchen die, denke ich, nicht. So, was wir brauchen, ist Kriegspropaganda. Damit wir gleich schön hochschrauben können. Und das muss hoch, damit wir ordentlich Waffen kriegen.
Nein, keine Übergangsregierung. Wir brauchen nicht noch ein zweites Kanada hier oben in unserem kanadischen Gebiet. Die Bulgaren... Was ist denn jetzt los? Russland hat Estland den Krieg erklärt. Okay, finde ich gut. Bulgarien hält sich nicht an die militärischen Beschränkungen. Okay, das wird dann entfernt. Dafür müssen sie bezahlen. Das bringt uns auch nichts, ne? Verlieren es halt trotzdem. Von daher ist auch egal. So, wir müssen jetzt Folgendes tun, nämlich... Okay, die kommen noch mit nach hier. So, sind zwar nur zwei U-Boote, aber... Zwei U-Boote können auch schon etwas ausrichten, ne? So, jetzt haben wir alle zusammen. Perfekt, 350 Divisionen, das ist super schön. So, jetzt wollen wir die einmal aufteilen. Gut. Machen wir es einmal hier im deutschen Hafen. So, und die müssen nochmal aufgeteilt werden. Ich glaube, dann sind sie auch schon klein genug, oder? So. Imperiale Wehrpflicht haben wir jetzt fertig. So. Dann haben wir da nochmal. Zweimal 105. Ne, einmal 175. So, die kommen noch hier. Und der hat schon Kommandanten, ne? Genau. Top. Gut. Was machen wir jetzt für ein Bastion im Mittelmeer? Amphibische Kriegsführung. Zerstörerschwerpunkt. Zerstörerschwerpunkt, ne? Wir sind ja eine Marinenation. So, und ich würde sagen, jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir hier Seeüberlegenheit kriegen. Das ist gar nicht so leicht, weil das drei Gebiete sind. Und deshalb könnten da einige Probleme auftauchen. Naja, erstmal abwarten. Wenn wir kurz Seeüberlegenheit kriegen, reicht das schon. Das wird unsere Marine ordentlich zerdeppern. Aber das ist erstmal nicht so tragisch. Solange, also falls wir Seeüberlegenheit kriegen, ist das nicht so schlimm, meine ich damit. So, das ist ja auch das Kerngebiet hier, glaube ich, ne? Ja, genau. Top. Haben wir schon ordentlich Fabriken. Wir gehen langsam auf die 300 zu. Gut, dann würde ich sagen... Doch. Dann würde ich sagen, das mache ich noch eben, dass ich mich für diese Folge schon mal verabschiede. Oh, wir klatschen das alles voll mit Tangablätzen. Wie viele Erfahrungen haben wir noch? 30. Okay. Wir müssen uns aber noch eben ums Öl kümmern. Denn unsere Marine kann nicht genug versorgt werden. So, 1940. Wir haben einen neuen Flugzeugträger. Okay, wir warten noch, bis der fertig ist. Ja, so machen wir es. Gut. Dann brauchen wir noch Öl. Oh, wir brauchen nicht mehr so viel Alu. Schön. Auch mal toll. So, wir handeln mal mit mit Russland vielleicht mal. So, dann sollten wir noch mit dem Iran handeln können. So. So, was ist noch hier? Ja, British Malaya. Ja, so, ich glaube, das könnte schon reichen, oder? Ja, das reicht schon. Guck mal. So, hier sind alle Divisionen angekommen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, und im Februar wird dann wohl die USA mal angegriffen. Seid gespannt. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.